Hallo Leute, ich bin Anna Horlacher und mache diesen Video zu meiner Mutter unterstützen, weil sie eine kleine Kokosölfabrik hat. Ich rede die Heili aber Schweizerdeutsch und a scuola parlo italiano con i miei amici. Deswegen ist mein Hochdeutsch lieber nicht so gut. Aber ich werde das probieren. Sehr viele sagen, dass Kokosöl halt sehr hilfreich ist und so und für allerdings alles über den Körper. Und jetzt werden wir das testen, ob das wirklich so ist. Und wir haben hier heute in diesem Video drei Tipps, mit was kannst du Kokosöl brauchen. Also den ersten Punkt, den habe ich oft on social gesehen. Keine Ahnung, hätte ich niemals gedacht, dass man das nutzen kann und so. Aber viele Leute haben immer Probleme mit den Wimpern. Und weil sie zu kurz sind oder man sieht sie nicht oder so. Und anscheinend Kokosöl kann dir da helfen. Und deswegen habe ich hier Wattestäbchen genommen. Und Gott sei Dank... Kokosöl ist noch Sommer und deswegen ist es noch flüssig. Okay, meine Wimpern haben jetzt kein Mascara drauf und deswegen, okay, probieren wir los. Also ich tupfe hier einfach rein mit Kokosöl ein bisschen, weil sonst ist es ja eh zu ölig. Und ja, ich brauche einen Spiegel dafür. Also ich tupfe es jetzt einfach bei den Wurzeln hier rauf, siehst du? Ein bisschen, weil sonst kommt ja alles ins Auge. Und das kannst du manchmal, also oft nach, bevor sie ins Bett gehen, einfach so. Und das mehrmal probieren und so jeden Tag und sehen, ob es hier besser wird. So, jetzt habe ich beide Augen drüben ein bisschen. Ich habe, glaube ich, ein bisschen zu viel reingetun. Aber man kann auch weniger. Und das war der erste Tipp. So, ich denke, dass es wirklich nur für den Abend ist, weil wenn du so rausgehst, durch den Tag, also werde ich nicht so richtig empfehlen. Den zweiten Tipp, das wir haben hier mit Kokosöl von meiner Mutter, haben wir für trockene Haut. Also ich würde sagen, hier, meine Freundin hat hier sehr trocken bei Ellenbogen oder beim Knie oder auch Füße, ja klar. Oder ein guter anderer Tipp ist für die Nägel, wenn du schwache Nägel hast und das ein bisschen am Abend in der Wurzel von dem Nagel rantust. Also ich werde hier wieder. Also ein guter Tipp ist jetzt ein bisschen klein. Wir brauchen einen größeren. Wir brauchen einen größeren. Ja. Und dann habe ich es gesehen. Ein bisschen Kokosöl hier drauf. Das Kokosöl ist sehr ölig, also kleine Mengen ist schon mehr als genug. Und dann kannst du hier rein machen. So. Und so ist einfach schon genug, weil sonst, ich habe es zu ölig nicht gern, weil dann alles fettig ist und so. Und ein bisschen ist gar genügend, das kann für beide gut sein. Und so, und ich habe hier, bin ich von der Letzte gestürzt und das tue ich auch jeden Tag rein. Weil ich gelesen habe, dass es gut tut und so. Und auch das. Das war vor 2 Wochen und schau mal, wie gut das ist geworden ist. Und das war der zweite Tipp für Kokosöl, wo ich von Sascha gelesen habe. Und ja, ich weiß, Kokosöl ist fertig und so, aber dieses kaltgepresste Kokosöl nimmt ganz schnell auf und so. Und also jetzt ist es schon nicht mehr, es ist sanft, aber nicht mehr ölig und so. Und deswegen, ich finde das einfach genial. Dann haben wir den dritten Tipp, das von heute. Und das ist für die Lippen. Lippen ist auch trockene Haut und so, aber Lippen hat viele Leute Probleme. Und umso mehr Lipstick, umso mehr trocken wird es und so. Aber mit Kokosöl wird es genial. Und da können wir... Und dann einfach auf die Lippen. Zieht ziemlich schnell ein, also in 1-2 Minuten hast du wieder ganz normale Lippen und so. Und deswegen hat meine Mutter schon den Winterlipstick oder einen normalen Lipstick von uns. Und der ist einfach top, ich finde ihn einfach genial. Natürlich, kein Erdöl oder so, wirklich nur naturelle Kosmetik. Und das würde ich euch sehr empfehlen für eure Lippen. Kokosöl gibt es schon seit langem, aber ich habe niemals gedacht oder so, wie hilfreich das können sein wird. Dass es so nützlich ist und dass man
für so viele Sachen brauchen kann, hatte ich gedacht, ja gut, fangen wir mal mit diesen drei Tipps an. Meine Wimpern sind sehr klein und so und wollte mal wirklich ausprobieren, ob das wirklich funktioniert und so. Meine Ellbogen ja, sind trocken und so. Deswegen wollte ich mal mit diesen drei Tipps anfangen. Wie gut seid ihr mit Kokosöl oder braucht ihr so etwas anders oder weißt ihr schon, wie hilfreich Kokosöl sein kann? Und wenn nicht, dann probiert es mit mir aus und werden sehen, ob das wirklich hilfreich ist. Und sonst könnt ihr abonnieren oder Kommentare schreiben, was ihr wisst oder andere Tipps, dass ich kann probieren und so. Und sonst wünsche ich euch noch einen super Tag und liebe Grüße.